Fabo, ich habe einen Geburtstagswunsch. Ja? Ich will, dass Trimax stirbt. For real jetzt, es kann so nicht bleiben. Ich würde dafür auch sogar einen Bann hinnehmen, wenn ich ehrlich bin. Der flieht. Slash, wie whispert nochmal? Slash MSG, Basti zockt. Danke, töte Trimax. Fabos Auftragsmörder, ich weiß, aber Basti zockt hat gesagt, ich habe einen Wunsch frei. Imagine, er würde Trimax What the f***? Das wäre doch geil eigentlich, oder? Ich fände es sehr nice. Sollen wir es beauftragen? Scheiße, Alter, Leute. Wollen wir es machen? Ist der dann triggert? Hallo? Hallo? Na, mein guter. Fabo. Ja. 200 Diamanten ist dein Preis, oder? Warte, erstmal alles Gute, Revi. Danke dir, Fabo. Moin. Oh. Hi, Revi. Hallo, Basti. Na? Alles Gute. Dankeschön, ihr beiden, Alter. Hör mal hier. Fabo, ich habe einen Geburtstagswunsch. Ja? Ich will, dass Trimax stirbt. Also ja, nicht gut. IRL, ne? Also, ja, also, natürlich in Minecraft. Bitte. Ja, also muss ich die 200 Diamanten dir nicht schenken. Das müssen wir jetzt mal gucken. Deal zu machen. Das müssen wir jetzt mal schauen, je nachdem, was Fabo sagt, ne? Ja, pass auf, Fabo, weil ich hätte es jetzt so gemacht. Ich habe Revi gesagt, er hat einen Wunsch frei, hat gesagt, töte Trimax. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, aber du bist ja auch. Deswegen hast du gestern nachgefragt. Ah, ich verstehe. Du bist ja quasi Profi. Ich würde Revi jetzt tatsächlich 200 Diamanten Alter. Zum Geburtstag schenken, damit du Trimax killst. Ganz ehrlich, es muss ja irgendwann mal passieren. Es muss ja, also, das kann ja so nicht, jetzt mal, for real jetzt, es kann so nicht bleiben. Guck mal, wenn ich jetzt Nein sage, ja, bin ich ja richtig ehrenlos, ne, weil du ja Geburtstag hast. Oh, wir kommen auf die Tour, ja, gefällt mir. Nee, guck mal, was wäre ich denn jetzt für ein Mensch, wenn ich sagen würde, nee, dein Geburtstagswunsch, nö. Ja, was lohnt sich? 250. 250? Ja, machst du es? Für 250? Ich schenke die Revi. Revi muss sie dir geben. Oh, Junge. Und dann. Fabo, es liegt an dir. Warte, ist Trimax nicht heute auch in Among Us um 20 Uhr? Das heißt, ich habe eine halbe Stunde Zeit. Ja, hast du. Der wird das eh schon wissen. Wir müssen halt nur G-Time. Pass auf, Fabo. Basti, bist du bei Trimax am Discord? Wir gehen mal kurz zu Trimax in den Channel. Ich würde sagen, wir spielen mit offenen Karten. Er wird eh vorgewarnt werden vom Chat. Wisst ihr, was ich meine? Soll ich auch da drauf? Das wäre ja über weird. Ja. Das wäre richtig das wär weird. Wir müssen es machen. Wir müssen erstmal die Dia-Übergabe machen, ne? Okay, treffen wir uns aber im Haus. Das ist mein Geburtstagswunsch. Wenn Trimax meinen Geburtstagswunsch nicht annimmt, das wäre von Trimax ehrenlos. Das Ding ist, ich glaube auch nicht, dass G-Time und so sich da einmischen werden. Glaubst du, G-Time ist noch immer so krank am creepen, dass er sogar meinen Geburtstags... Also das würde mich wirklich wundern. Lass uns, wir müssen eh mit offenen Karten spielen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal darüber. Wir alle. Ja. Auch ich. Ja. Ich komme jetzt da in den Discord und sage, hallo, ich bin der Auftragskiller, ich werde sie jetzt gleich umbringen. Richtig. Pass auf, ich gehe mal selber kurz rüber und ich kläre mal ganz kurz die Fronten ab, ja? Ja, wir warten hier. Hallo? Na? Moin. Max, Alter, ich hab einen kranken Geburtstagswunsch. Oh mein Gott, ja. Du musst sterben. Das ist mein Wunsch. In Craft Attack musst du sterben. Das ist mein Geburtstagswunsch. Max, das ist mein Geburtstagswunsch. Du musst sterben in Craft Attack. Das ist abgelehnt, du. Kannst du nicht, das ist mein Wunsch. Das geht nicht, also weiß ich nicht. Das ist ehrenlos, das kannst du nicht machen, wenn ich Geburtstag habe, meinen Wunsch ablehnen. Du kriegst dein Geburtstagsgeschenk, wirst das nächste Mal sehen. Nee, ich will nicht irgendwie wieder was. Einfach. Kriegst du einen 20er von mir. Nee, habe ich letztes Mal schon bekommen. Letztes Jahr ist gewesen. Ich will einfach, dass du jetzt in Craft Attack einfach stirbst. Ich werde dir jedes Jahr einfach einen 20-Euro-Schein schenken. Nee, will ich nicht. Trimax, ich hab schon alles in die Wege geleitet. Das ist unausweichlich leider. Ich habe alles schon gemacht. Es wird gleich leider passieren. Es ist mein Wunsch gewesen. Es tut mir leid. Ich weiß, was er gemacht hat. Er hat 100% Basti als Auftragskiller bedingt. Nee, nicht nur Basti, auch noch drei andere Leute. Aber ist ja nicht so wichtig. Ich habe ja Geburtstag, Max, und wir ziehen das einfach zusammen durch. Die anderen werden sich auch nicht einmischen. G-Time und so. Die werden da nicht Partei ergreifen. Doch. Warum? Ich habe Geburtstag, ich schon Kevin. Ich würde sagen, das hat was. Wenn der schlechteste Spieler in Minecraft der einzige ist ohne Tode. Ich finde, das hat irgendwie. Max, ich gönne es dir wirklich. Ich gönne es dir wirklich. Aber guck mal, du bist dann derjenige, der es so lange durchgehalten hat. Jetzt überleg mal, entweder man macht das jetzt unter so einer coolen Aktion, ne? Es ist ein super asozialer und egozentrischer Geburtstagwunsch. Aber auf der gleichen Seite auch irgendwie ein cooler Tod. Jetzt stell dir mal vor, du stirbst irgendwie so blöde im Nether oder so. Klar, es ist wieder cool für dich, aber letztendlich macht dich das doch nicht glücklich. Und jetzt weißt du, wenigstens, das passieren wird. Also Max, ich habe halt Geburtstag. Und ich weiß, das musst du jetzt wissen, ob du wirklich den Wunsch von einem Geburtstagskind ablehnen möchtest. Wir brauchen das Spark dazu. Wir müssen Spark dazu holen. Ja, Max, was machen wir jetzt? Also, das ist alles schon. Ist halt unprofessionell, weißt du? Die Leute können ist ja das es auch. Jahr ist es auch, ja. Projekten, ja. Was sie machen oder sonst wie. Ja. Und jetzt ist einmal Craft Attack im Jahr. Ja, ich sehe das doch genauso. Dann sterben hier die ganzen Minecraft-Profis. Ja. Ich habe gesagt, hier, eigentlich bin ich auch immer der berufen. Ich wollte eigentlich sagen, ich kann mit Max mitfühlen. Und wenn Max sagt, ich bestimme, dann sage ich, Max bekommt einfach keinen Tod.
Alter, let's go. Ich bin free. Ja. Das ist Arschkriecherei, Spark. Also ist ja schön und gut, dass Spark das da so sagt. Und ich respektiere das ja auch als Projektleitung. Aber ich kann das nicht rückabwickeln, Max. Ist zu spät. Wir müssen, Max, wir ziehen das jetzt durch, ja? Ich kümmere mich kurz drum und ich komme gleich nochmal zurück, okay? Es tut mir wirklich leid, Max. Aber ganz ehrlich, jede Ära geht irgendwann vorbei. Ich würde dafür auch sogar einen Bann hinnehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde sagen, das ist einer der egoistischsten Geburtstagswünsche, die ich jemals gehört habe. Absolut, genau, absolut richtig, absolut richtig. Es ist ein krasser Wunsch, aber es ist mein innigster, Max. Und es ist nur eine Zahl, verstehst du? Trimax. Also ich würde darauf nicht wirklich eingehen. Es wird passieren, Max, es wird passieren. Das Problem ist, wenn du es jetzt nicht annimmst, ne? Die Sache ist gerichts... Also die Sache ist... es ist unabwendbar. Ich kann es nicht rückgängig machen, so. Wenn es jetzt heute nicht passiert, dann passiert es irgendwann, wenn es damit nicht recht ist. Und dann ist es weil dann ist keiner zufrieden. Dann habe ich das nicht an meinem Geburtstag gehabt. Ja, und du bist dann richtig sauer. Und man muss dazu sagen, Max, du hast das gleiche auch bei Debitor gemacht. Nee, das war was anderes. Nee. Ich habe darauf verzichtet, Kopfgeld rauszugeben. Und er hat ein Kopfgeld auf mich gesetzt. Das habe ich dann nicht natürlich, dann habe ich das natürlich total überboten. Aber ich habe nicht den ersten Step mit dem Kopfgeld gemacht. Max, ich gehe dann jetzt nochmal rüber. Es tut mir leid, ja? So, also. Oh, hi, Levi. Ja, er weiß, was ihn erwartet. Er ist damit nicht konform. Er hat mir auch privat geschrieben, dass er das nicht möchte. Jetzt ist halt nur die Sache, er weiß nicht, wer es macht. Selbst wenn er es jetzt hier schreiben würde, bis dahin ist er schon längst tot, ne? Fabo! Yo. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. Ich warte zu viel. Ja, warte, doch, das passt. Die sind, ich weiß, wo die sind. Hier vorne rechts, komm mit. Flink nach hinter mir her. Die bei dem Wasserding? Ja, Trimax genau. Trimax ist bei mir. Der war beim Raketenshop gerade. Der kauft sich ganz viele Raketen. Der fliegt, glaube ich, weg. Der flieht. Ist er da drin? Nein, er war drin. Er ist gerade weggeflogen. Der Auftrag steht ja trotzdem, ne? Ja. Der Auftrag steht trotzdem. Das muss ja nicht heute sein, ne? Boah, das ist echt ehrenlos von Max. Boah, er will 15 Minuten abgehoben. In der Luft sein jetzt. Er will jetzt 15 Minuten in der Luft sein. Seine Elite. Da wird nicht so ewig durchhalten. Das stimmt allerdings. Ja. Der klatscht ja auf den Boden auf und stirbt dann. Wir gehen mal gleich, würde ich sagen, kurz auf seinen Discord, oder? Wir müssen mal mit ihm reden, Fabo. Ja, aber ja, ich führe ja nur deinen Auftrag aus. Ich kann mitkommen von mir aus. Ja. Hallo? Ah, moin, Revi. Du bist weggeflogen und mit Blackscreen und möchtest jetzt die ganze Zeit in der Luft bleiben. Das Problem ist, es ist getan. Bezahlt ist auch. Derjenige geht sogar so weit, dass er sagt, er nimmt einen kurzen Bann in Kauf. Wenn du jetzt. Das wird irgendwann passieren, Max, ne? Ich kann es jetzt. Es ist unumkehrbar. Es tut mir wirklich leid. Revi, dass das in deiner Verantwortung ist, wenn du jemanden beauftragst und das eigentlich du der bist, der den Bann kassieren würde. Dann krieg ich den Bann. Ist auch okay. Dann kann ich dir sagen, es ist Fabo. Fabo, macht das jetzt und dann krieg ich den Bann. Das ist in Ordnung für mich. Den nehme ich hin. Ja, Max, ey. Immerhin macht's Fabo, ne? Stimmt, dann ist natürlich in Ordnung. Ey, Max, ich meine das wirklich nicht böse. Es geht mir doch einfach nur um die Symbolik. Du weißt das doch, oder? Es geht ums Prinzip einfach. Ja, genau. Willst du jetzt dein Leben lang laufen? Es tut mir wirklich leid, Max, ehrlich. Ey, Max, ganz ehrlich, es tut mir wirklich leid. Ja, irgendwie ist es auch ein bisschen lustig, oder? Ich bin richtig nice Spot. Alles mitgenommen. Genug Essen erstmal, bis ich mir selber was anpflanzen kann. Reichlich Eisen, paar Diamonds. Eine Schalker Chest tot. Max, Undying. Was ist, wenn du es jetzt selber machst? Wenn du es dich jetzt selber umbringst? Das Problem ist, Max, er wird dich finden. Verstehst du? Glaube ich nicht. Der ist schön weit weg. Der ist dafür gemacht. Hey, Max, es tut mir wirklich einfach leid. Ich mein's doch ernst. Ich weiß. Manchmal hat man einen Geburtstag, manchmal nicht. Max, Alter. Mann, was haben wir schon zusammen alles durch, oder? Ja, ne? Und jetzt sowas. Aber ich weiß, dass du bist IRL nicht sauer auf mich. Weißt du, was ich meine? Es hat doch auch mal was, einfach mal abzuhauen, oder? Meine Rede. Fabo, wie machen wir es jetzt, ne? Du bist on the run, oder? Nö. Wie nö? Hey, Max ist ja irgendwo. Du hast gesagt, er findet mich so oder so. Es gibt kein Entkommen. Und jetzt erfahre ich, oh nö, das schaffe ich nicht. Hä, ja. Du bist in 4 Minuten weg? Ja, das, auch das noch. Ja, aber gut, das vertagt sich ja dann nur, ne? Ach, Trimax, Mann. Ach, ey, Windzeit. Ja, Fabo, ey, was machen wir jetzt? Nicht gelaufen. Ja, nee, Fabo, so läuft das ja nicht. Wir haben ja all the duty, sag ich mal, ne? Ja, aber ich meine, heute ist halt Ende. Ne? Heute ist Ende. Aber heute ist nicht das Ende aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage.